Wir können auch ein bisschen so Free Jumping machen oder wie das heißt. So, alles cool. Fabi ist hier voll am Labern und so ein Scheiß. Gut. Action. Fabi, was ist deine Lieblingskategorie bei Spielen? Fragezeichen, also Shooter oder Abenteuer, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. So, da gibt's ja, das heißt ja, also Kategorie, da könnte man, dazu könnte man Genre sagen. Man sagt zu Kategorien bei Filmen und bei Spielen Genre. Also Abenteuer kann man ja nicht so sagen, sondern so, ja, Abenteuer wäre zum Beispiel Uncharted, ne? Geiles Spiel, Uncharted 2. Habe ich durchgespielt. Richtig perverses Spiel. Kann man echt nicht meckern, muss ich sagen. Ich habe irgendwie Bedenken, dass genau hinter so einem Blatt ein Creeper steht. Aber scheiß auf den Creeper. Also wir sind gleich zu Hause. Genau, Uncharted 2 habe ich durchgespielt. Richtig geiles Spiel. Hat übel Spaß gemacht. Dann Abenteuer ist ja Uncharted. Action ist zum Beispiel Max Payne. Ne? Mag ich auch übel. Beziehungsweise Action ist dann auch COD. Oh mein Gott, da ist ja eine Creeper-Familie. Oh, aber ich bin so schnell heute, so schnell. Okay, wir sind schon bei 700, wir sind dabei. So, das spiele ich sehr gerne. Was ich auch gerne spiele, ist zum Beispiel Strategiespiele. Habe ich früher immer übertrieben gespielt. Da war ich so, sag mal so 16, ne? Da hatte ich so eine Strategiephase, ne? Weil ich mein ganzes Wissen in Strategiespiele reingesteckt habe, wie zum Beispiel Empire, also Age of Empires oder Empire Earth oder La Schlag mich tot oder so Tycoon-Sachen habe ich dann auch gespielt, so Öl-Tycoon oder sowas, wo man dann stundenlang seine Ölfabriken bauen kann und das ganze System aufbauen kann, dieses Infrastruktur und alles drum und dran, oder leck mir Marsch, habe ich da Tage und Stunden gesessen, also echt so vorm PC, nur der PC war an und dann so, gib ihm 8-9 Stunden alleine vor dem Rechner, gell? Scheiß auf Wochenende und so. Wir sind zu Hause, wir sind zu Hause und da ist ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper, der uns ein bisschen Erde und einen Apfel gibt und einen Apfel gibt. So! Geiler Scheiß, wir sind daheim. So viel dazu, also ich spiele eigentlich jedes Genre gerne. Was ich auch sehr gerne spiele, ist jedes Jahr oder jedes zweite Jahr Gran Turismo. Da gebe ich mir immer die Kante und das macht auch übertrieben Spaß. Dann träume ich immer und sage immer, boah, würde ich gerne das Auto live fahren. Boah, würde ich gerne das Auto live fahren. Und immer so, die ganze Zeit. So, das allererste, was wir machen werden, ist schlafen gehen. Oh, hallo. Hey, das sieht alles aus wie früher, voll geil. Geile Glas, alles geil. Gute Nacht um 7:30. Guten Morgen, liebe Sorgen, ich bin wieder da. So, ich habe gerade einen Schluck Kamillentee genommen. Beruhigt den Magen und die Nerven. Und ich habe zurzeit ein bisschen, ne, Nackenschmerzen, ein bisschen Rückenschmerzen. Ich muss echt sagen, boah, ich hab reingehauen, ne? Und boah, leck mir Marsch, ich bin ein bisschen am Arsch. So, lass mal unser Inventar hier aufräumen. Oh, ich habe schon die Kommentare gelesen. Fabi, Mann, du hast immer voll die schöne Ordnung gehabt früher, gell? Jetzt bist du anders geworden und so. Ja, aber doch nicht mit Absicht. Okay, was haben wir denn hier, ne? Eimer, Wasser, Wolle, Kisten, Fäden. Fäden, komm hier hin. Gut, wenn wir da Fäden haben, könnten wir doch, da war doch auch Schleimball. Schleimball ist auch gut. Schleimball und Enderperle. Wir haben eine Enderperle. Sehr nett. Haben wir nicht ein Kakaobohnen? Kakaobohne, Bohne. Boah, Holz, Holz, Holz. Räumen wir auf, komm. Ich bin ja nicht so, ne? Ach, Fabi, mach doch mal diese blöden Zahlen aus. Dankeschön. Ich weiß, ich bin schwer vom Begriff. So, dann, wenn wir sortieren, dann sortieren wir mal richtig. Hier gibt's mal Holz. Kostelos. Wenn jemand fragt, warum ich das so mache. Ich habe das schon mal gelesen. Ich mache einfach mal die Großschreibtaste, ne? Gedrückt halten. Und dann draufklicken, ne? Dann schmeißt er mir das automatisch rein. Zum Beispiel zack, 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 zack. Versteht ihr, was ich meine? Easy going. Da hat nämlich einer mal geschrieben, was machst du für eine Scheiße und so. Aber das ist sehr hilfreich. Gut. Nur für die, die das nicht wissen. Ist egal. Ich weiß wahrscheinlich weniger wie manch andere. So, Erde. Kies, alias Scheißzeugs. So, Grauwolle hier.
Hellgrau Wolle, bitteschön. Ach, ist das goldig. Eisen kommt da hinten rein in die rechte Kiste, nein, in die linke Kiste. So, Eisen einmal. Oh nein, Fabian, Fabian. Da kommt Eisen hin. Und da habe ich was gesehen. Wolle habe ich da gesehen. Schwarzpulver könnte man dahin tun. Ja. Dann bitte, ja, ich weiß, die anderen kotzen wieder ab. Boah, der Junge sortiert die ganze Zeit seine Chefkiste aus. Ich schwöre, ich schlag den kaputt. Was ist das für ein scheiß Noob und so. Naja, ist nicht so schlimm, ne? Ist ja nur sortieren. Sortieren muss leider auch sein. So, das Erde, das Dinge, das Dinge. Was ist denn da? Das Wolle, da war ich doch gerade drin. Sand und Glas, okay. Die Kiste war Holz und die Kiste war Nether. Netherstein und Goldbarrel habe ich hier. Nether war doch auch da. Da war Obsidian. Okay, Kies. Pflaster, Pflaster. Kohle. Pflanze. Gold. Da machen wir da mal. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kies. Schattei. Bitteschön. Schattei. Kies kommt bitte nicht dahin. Pflastersteine bitte nicht dorthin. Bitte nicht. Okay, jetzt haben wir eine geile Ordnung, muss ich sagen. So habe ich mir das vorgestellt. Pervers, Alter. Pflastersteine. Kommen bitte nochmal dahin. Und perfekt, perfekt, perfekt. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Ich schaukel gerade die ganze Zeit mit meinem linken Bein. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin ein bisschen nervös. Ich weiß aber nicht warum. Ich kann Ihnen das nicht sagen. So, Getreide war ja eigentlich hier, ne? Zack. Und zack. Und das kommt mindestens dahin, das dahin. Wolle, Kies, das Nether, Netherstein, was ist denn? Nether Ziegel, Obsidian, Goldsteinstaub, Goldnugget, Lohnstaub. Boah, ich habe zu wenig Platz, Mann. Knochen tue ich mal da rein. Sand kommt auch nicht dahin, da kommt auch. Oh, shit, bang, Alter. Ich habe keinen Platz zum Aufräumen, muss ich sagen. So, Kies. Ja, ich muss aufräumen. Ohne Witz. Ich lese gleich diesen Kommentar durch. Das ist brutal, Alter. Fabi, was für Musik hast du? Tolles LP. Ah, scheiße. Falscher Kommentar. Also diese Frage von diesem... Die andere Frage war von Let's Play... Zio. Play... Iso. Iso. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht die ganze Zeit. Die Namen sind so kompliziert. Mach doch einfach so Gambler Play 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Dann heißen wir alle gleich. Dann ist es leichter für mich zu merken. Ha, ha, ha. Fabi, der war nicht so. Ich weiß. So, Sand war hier. So, gut. Ansonsten, ich will ja ganz schnell aufräumen, deswegen macht man keinen Stress hier. Ich weiß, jetzt kommt wieder so, boah, Digga, Alter, das kann doch nicht sein, dass du eine Stunde davon aufräumst. Und so, ja, ich weiß, es tut mir doch leid, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay, das kommt nicht ein dahin, auch nicht da. Da. Da, 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 das ist Essen, das ist gut. Boah, das kommt auch nicht dahin. Oh, hier geht's voll ab, hier geht's voll ab. Okay. So, dann können wir einmal die Erde und dann ganz schnell Gold. Gold. Gold war hier. Und die Rüstung könnte man eigentlich auch so in der Mitte so, bam. So. Genau, 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 genau. Wir müssen ja ein bisschen hier jetzt eine Struktur reinbekommen, damit wir in der Zukunft, wenn ich wieder Besuch bekommen werde von unseren lieben Abonnenten, dann werden wir da eine Kiste reinmachen, nur, die wir nur benutzen dürfen. Nicht so wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal ist es voll eskaliert. Da habe ich voll schlecht gelaunt, hat mir alles geklaut und so. Das war voll böse. So. Steinhacke. Werkzeug. Boah, Fabi, ich glaube nicht mehr, dass du Bock hast aufzuräumen, oder? Ach komm. Ein bisschen aufräumen. So, Getreide, ah, das ist ja auch noch Essen, ne? Beziehungsweise, ja, Lebensmittel, ne? Sag mal so, das passt, komm. Tak, tak, und Leder und das ist okay jetzt. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Aber wir können kurz so machen, so, und so, und so, und so, und so, und perfekt. Okay, dann ganz kurz so und dann so und keine Ahnung, vielleicht so und dann noch ein Fisch für den Fisch und dann Stein. Ich weiß, ich kotze euch an, aber es tut mir leid. Was haben wir noch da? Ah, Rüstung. Rüstung, alles cool mit Rüstung. So, und dann könnte ich hier auch noch diesen Goldstaub
und der und Gold Nugget there und Lohnroute und so eigentlich, gell? Und ja, perfekt. Hier kommen dann noch Federn rein. Scheiße. Ich weiß, ich kotze euch an. Ich weiß es, ich kotze euch an. Ihr wollt aber doch nicht, dass ich das hinter den Kulissen mache, oder? Dann kommen die anderen. Hey, du hast wieder was hinter den Kulissen gemacht und so. Voll Scheiße von dir und so, weißt du? Sollte doch auch nicht. So, ich glaube, ich habe gerade einen neuen Plan gemacht, aber den hatte ich eigentlich gar nicht vor. Blöd, Fabi. Okay, da ist nur Rüstung drin, aber kein Werkzeug. Okay, das heißt, Rüstung, Rüstung. Rüstung, Rüstung. Okay. Und da kommt Werkzeug rein. Das, was ich gerade rausgeholt habe, ich weiß, ich bin blöd. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. So, alles cool. Das und... Ja, komm. Ah, Leder, komm. Mach jetzt keinen Stress mehr. Das ist mir zu viel. Chuchu hier. Ich habe ja keinen Hals hier, langsam. So, jetzt sind wir durch. Ich weiß, ich kotze euch an. Ich weiß, ich kotze euch an. Ich weiß es doch. Ah. Fabi, wenn ich jetzt auch noch Schilder machen würde, dann würdet ihr richtig abkotzen. Aber das mache ich nicht. Ich gehe gleich weg. Und versuche... Okay. Jetzt bin ich fertig. Ich schwöre, jetzt bin ich fertig. Oh, Feuerstein. Ja, komm. Ah, ich weiß nicht, wohin. Egal. Okay, den nehme ich kurz mit. Und mit Kartoffeln oder mit Karotten tun wir diese lieben... Ich weiß es nicht. Checken wir mal ab. Checken wir mal die Lage ab. Draußen ist es dunkel, oder? Nein, ist es nicht. Geil. So, ich komme doch von hier gar nicht in meine Farm rein, Fabi. Du hast doch da unten einen wunderschönen Tunnel gebaut. So, ich hoffe, dass ich jetzt zum ersten Mal meine wunderschönen Schweine füttern kann. Alles klar, mach bitte mal wieder Facts rein. Das habe ich schon vorgelesen. So, Fabi, das war von The Swag Joker. Okay, haben wir schon gelesen. Oh, schon übel lang. Alles klar. Nimm doch wieder das Facts für Pur BD Craft Texture Pack mit 2 nach unten von Sandy Holic Number 1. Habe ich gemacht. Ich habe spaßhalber ein paar von diesen Kommentaren gezogen, weil das ganz viele von euch geschrieben hat. Hm. Ah, ich brauche einen Schluck Kamillentee. So, alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Oha, 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 oha. Oha, was geht bei dir, Alter, was geht bei dir? Ach, liebe, 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 liebe. Oh, guck mal, wie klein du mit deinem großen Kopf. Ich kann Karotte essen. Geiler Scheiß. Geile Scheiß. Da sind auf jeden Fall keine Kühe mehr oben. Oh, aber auf jeden Fall eine Kuh ist unten. Namens Fabi. Da könnte ich noch so eine Slap machen. Aber das brauchen wir auch nicht. So. Geiler Scheiß. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Action und so. Licht ist auch überall genug, obwohl wir hier überall... Hammer geil, oder? Hier könnte man eine wunderschöne Bildergalerie aufhängen, habe ich mir gedacht. Ne? Könnte man... Oh mein Gott. Könnte man auch machen. Oh, apropos Husten. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich war am Sonntagabend essen. Also schon vor letztes Wochenende Sonntag, ne? So mit 2 guten Freundinnen, mit einem Kumpel und meinem Bruder. Bei so einem Chinesen. Und da habe ich so chinesische Nudeln gegessen. Habe so voll scharf und Knoblauch reingebombt und so. Oh, ich glaube, wir gehen schlafen. Und auf jeden Fall... habe ich dann so, weil es so heiß war, habe ich das so geschlürft, wie so Spaghetti. So. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, wenn man so eine lange Spaghetti im Mund hat, dass man die einfach mit der Luft, mit dem Mund so reinsaugt, wie so ein kleiner Schaufel. So. Und dann macht die so. Und bei dem Reinsaugen atmet man ja Luft ein im Prinzip, gell? Und ich habe dann ein Stückchen scharf in meinem Hals gehabt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, ich bin fast gestorben. In meiner Atemröhre hatte ich dann scharf. Okay, was ist hier? Oh Mann, Fabi, du bist immer so lang am Überlegen. Hey, geil, guck mal. Bei COD muss man auch einmal in die Luft springen. Und wenn man sich dann 360 Grad dreht, ist die Einstellung schnell genug. So, jetzt wird endlich mal geerntet. Oh, guck mal, meine kleine Farm. Die ist so goldig. Die ist so goldig. So. Ich hoffe, dass ich jetzt genug Getreide dabei habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, doch. Ah, wenn wir Glück haben, wird es reichen. Ich bin übel gern im Garten, aber
Ich muss sagen, jetzt habe ich gerade keine Zeit für den Garten. Obwohl ich hier gerade im Garten arbeite. Ne, ich arbeite ja gerade im Garten. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Bullshit TV. Ne, was habe ich wieder euch erzählt? Was habe ich euch erzählt? Was dafür? Boah, keine Ahnung. Ich habe gerade voll den Blackout. Ich bin gerade voll weg gewesen. Ah, wegen meinem Hals. Ja, genau. Da wollte ich euch fragen, wie viele von euch sind denn schon bereit, scharfes Essen zu essen? Also seid ihr auch diejenigen, die sagen, boah, ja geil, gib ihm? Oder eher so, nee, muss nicht sein. Also ich bin der Typ, der so ganz, ganz leicht scharf gerne isst. Also echt leicht scharf so, dass man das gerade noch, dass es so einen Hauch Schärfe hat, ne? Davon bin ich der Fan. Und wenn es so übel scharf ist, ist es voll für den Arsch. Naja, ich würde gerne wissen, was mit euch, was euch so am liebsten könnte ich, sollte ich? Komm. Ey, man kann kein Schwert? Was soll die Scheiße, Mann? Was soll die Scheiße, Scheißgeiz? Komm, hau rein. Bogen, Stärke 1. Aha. Oha, oha, nee. Effizienz 1, gut. Bisschen gepimpt, damit, wenn wir sterben, nicht alle EPs wieder weg sind. Gut, was sollte ich machen? Ach, ich musste eigentlich was bauen, ne? Ach du Scheiße, ich bin voll planlos heute. Ich bin noch so ein bisschen ausgelutscht, muss ich ehrlich sagen.